Halberstadt zählt mit zu den kleinsten Städten Deutschlands, die ein eigenes Straßenbahnnetz besitzen. Die im Nordharz gelegene Stadt besitzt heutzutage noch rund 40.000 Einwohner, schrumpft allerdings stetig. Dabei erstreckt sich die gesamte Stadtfläche auf 142 Quadratkilometer. Trotz der geringen Einwohnerzahl gibt es ein Straßenbahnnetz mit 11,7 Kilometern Länge, auf denen zwei Linien verkehren. Zum einen gibt es die Linie 1, die vom Bahnhof auf direktem Weg in die Innenstadt verkehrt und dann ihre Endstelle am Friedhof findet. Die Linie 2 startet ebenfalls am Bahnhof und verkehrt mit Umweg über die Herbingstraße, welche auch als Endpunkt geschildert wird, über die Innenstadt dann zum Sargstätter Weg. Besonders interessant in Halberstadt sind die vielen Strecken entlang der noch erhaltenen Fachwerkhäuser im nördlichen Bereich des Straßenbahnnetzes. Die Geschichte der Halberstädter Straßenbahn nahm ihren Lauf bereits vor der Wende zum 19. Jahrhundert. Am 28. Juni 1887 eröffnete nämlich ein Pferdebahnbetrieb zwei Straßenbahnlinien. Beide Linien begannen vom Bahnhof ausgehend und führten dann weiter in Richtung Innenstadt zum Fischmarkt, wo sie sich teilten in eine Strecke zur Vogtei und eine andere, welche am Johannistor endete. Knapp 15 Jahre später, im Jahre 1901, wurde die Straßenbahn elektrifiziert und später dann im Jahre 1902 von der Stadt übernommen, womit die Halberstädter Straßenbahn AG gegründet wurde. Der heutige Betreiber trägt den Namen Halberstädter Verkehrs GmbH, kurz HVG, gehört allerdings immer noch zur Stadt. Dieser ging nach der Wende aus der VEB Städtischer Nahverkehr Halberstadt hervor. Zur Wende stand der Straßenbahnbetrieb auch kurz vor der Einstellung aufgrund seines schlechten infrastrukturellen Zustandes. Heutzutage sieht die Infrastruktur zwar etwas besser aus, trotzdem sprechen die Fahrgastzahlen der Straßenbahn nicht unbedingt für einen Weiterbetrieb. Trotzdem wurde das aktuelle Netz erstmal bis 2035 gesichert und im Zuge der Klimadebatte ist zu hoffen, dass auch ein weiterer Fortbestand nach 2035 für das Straßenbahnnetz möglich ist und es vielleicht noch an einigen Stellen ausgebaut wird. Bevor wir uns gleich die aktuelle Situation im Netz mit all seinen Besonderheiten anschauen, darf ein Blick auf die Fahrzeugflotte in Halberstadt nicht fehlen. Abgewickelt wird der Straßenbahnbetrieb in Halberstadt heutzutage ausschließlich planmäßig von den Fahrzeugen des Typs Leoliner in GTB6. Das erste Fahrzeug von diesem Typen wurde am 13. Oktober 2006 an die Straßenbahn in Halberstadt übergeben und am 14. Oktober, also einen Tag später, der Öffentlichkeit vorgestellt. Die restlichen vier Fahrzeuge gingen dann bis August 2007 alle in den Linienbetrieb über. Dabei reichen für einen planmäßigen Betrieb auch gerade so 5 Fahrzeuge aus. Dies bedeutet allerdings, dass es kaum an einer Endstelle eine längere Wendezeit gibt. Bei betrieblichem Ausfall eines dieser Fahrzeuge kommt dann entweder ein Schienenersatzverkehr oder einer der älteren GT4 aus Freiburg zum Einsatz. Fahrzeuge des gleichen Typen wurden auch für Leipzig produziert. Nach Leipzig wurden insgesamt 48 Serienfahrzeuge geliefert. Mit der Halberstädter Variante ähneln sich sowohl die Front- als auch die Seitenpartie. Am Heck fehlt allerdings in Halberstadt die vierte Tür, wodurch das Heck deutlich breiter und klobiger wirkt. Insgesamt ist es auch 1,5 Meter kürzer als die Leipziger Variante und mit einer Länge von 21 Metern glatt erreicht wird. Die Breite ist mit 2,3 Metern und die Höhe mit 3,7 Metern in beiden Varianten gleich. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges beträgt 70 km/h. Im Halberstädter Fahrzeug finden natürlich aufgrund der nicht verfügbaren Tür am Heck deutlich mehr Leute einen Sitzplatz. Somit gibt es hier insgesamt 43 Sitzplätze und zusätzlich weitere 62 Stehplätze. Wir wollen uns nun noch das Streckennetz und seine Besonderheiten etwas genauer anschauen und starten damit mit der Einfahrt dieses NGTW6H am Bahnhofsvorplatz in Halberstadt. Hier befindet sich nämlich eine der drei Endhaltestellen, die es im Netz gibt.
Gewendet wird hier in einer größeren Blockumfahrung, welche an einer vorhergehenden Haltestelle mit dem Namen Richard-Wagner-Straße sich aufteilt und dann nach dem Hauptbahnhof über die Haltestelle Bäckerstraße wieder zur Richard-Wagner-Straße führt. Für die Straßenbahn liegen hier insgesamt zwei Gleise am Hauptbahnhof. Dies liegt daran, da sich hier immer die beiden Kurse der Linien 1 und 2 begegnen. Dabei wird auch immer der Kurs gewechselt. So fährt eine Linie 1 immer weiter als Linie 2 und umgekehrt. Neben und hinter der Straßenbahnhaltestelle liegt der Bahnhofsvorplatz mit einer Wasserinstallation und auch das historisch anmutende Bahnhofsgebäude. Am 1. August 1868 ging der Bahnhof an der heutigen Stelle mit diesem Bahnhofsgebäude erstmals in Betrieb. Heutzutage befinden sich im Bahnhofsgebäude nach einer Modernisierung wieder diverse Geschäfte. Auch ist der Bahnhof von Halberstadt heute ein wichtiger Knotenpunkt für das Dieselnetz Sachsen-Anhalt und vor allen Dingen auch für den Harz geworden. Hier treffen Strecken aus Blankenburg, Thale, Hallem, Magdeburg und Goslar aufeinander. Somit bietet sich hier jede Stunde ein Anschlusskonzept. Betrieben werden alle hier verkehrenden Linien von Abellio mit Fahrzeugen der Baureihe 648. Wer am Bahnhof aussteigt, gelangt somit am schnellsten in die Innenstadt mit der Straßenbahn, die vor dem Bahnhofsgebäude nun abfährt. Die Straßenbahn bewegt sich nun durch die großzügig angelegte Blockumfahrung. Dabei folgt dann auf dem Abschnitt in diese Richtung als erstes die Haltestelle Bäckerstraße. Einige hundert Meter nach dem Verlassen der Haltestelle Bäckerstraße fahren wir dann kurzzeitig auf unabhängigen Gleiskörper. Damit erreichen wir dann als nächstes die Haltestelle Richard-Wagner-Straße. Auch diese liegt noch auf diesem unabhängigen Gleiskörper, zumindest in diese Richtung. In der Gegenrichtung liegt die Haltestelle mitten im Straßenraum. Mit dem Verlassen der Haltestelle folgen wir dann auch der namensgebenden Richard-Wagner-Straße. Auf der rechten Seite im Bild passieren wir nun das Amtsgericht der Stadt. Immer noch auf der Richard-Wagner-Straße liegend, folgt nun die Haltestelle Heinrich-Heine-Platz. Dies ist auch die letzte gemeinsame Haltestelle, bevor sich die Linien 1 und 2 ein erstes Mal trennen. Nachdem die Linie 1 den direkten Weg zur Innenstadt über die Kühlinger Straße nimmt, folgen wir nun weiter der Erich-Weinert-Straße erstmal in Richtung Südwesten. Auf der Erich-Weinert-Straße liegt auch die gleichnamige, barrierefrei ausgebaute Haltestelle erstmals in Mittellage. Wenn man hier der Strecke weiter folgt, kommt man dann zur ersten Besonderheit des Straßenbahnnetzes. Nachdem in Deutschland Gleiskreuzungen zwischen dem herkömmlichen Eisenbahnnetz und einem Straßenbahnnetz immer seltener geworden sind, gibt es in Halberstadt gleich noch zwei von ihnen. Da die Strecke der RB31 in Richtung Blankenburg hier mitten durch die Stadt läuft und weder auf einem Damm noch in einem Trog gebaut wurde und somit erstmal viele Kreuzungen mit dem Individualverkehr an Bahnübergängen. Somit an dieser Stelle auch mit der Straßenbahn, die mitten im Straßenraum verläuft. Diese Stelle liegt direkt hinter der Haltestelle Klussstraße. Da die Straßenbahnstrecke an der Herbingstraße eine Wende macht, um weiter dann in Richtung Norden und somit in Richtung Innenstadt zu führen, gibt es am nächsten Bahnübergang an der Bahnstrecke in Richtung Westen direkt die nächste Gleiskreuzung. Diese liegen sich somit gegenüber. Nach der Gleiskreuzung hinter der Klussstraße liegt dann weiter in Fahrtrichtung Süden auch der Streckenast in Richtung Kluss.
Dieser wird allerdings immer nur samstags und da auch nur im Stundentakt bedient. Unter der Woche fahren die Züge alle zur Herbingstraße. Diese wird auch sowohl vom Sargstädter Weg als auch vom Bahnhof kommend als Endhaltestelle geschildert. Allerdings fahren die Bahnen hier ohne in einer Wendeschleife oder sonstigem zu enden direkt weiter. Sie ändern hier nur ihre Fahrtrichtung in einer 90-Grad-Kurve. Nach drei weiteren Haltestellen landet man dann an der zentralen Haltestelle in der Innenstadt mit dem Namen Holzmarkt. Die Linie 1 hat seit unserer Trennung nur zwei Haltestellen mit dem Namen Kühlinger Straße und Fischmarkt passiert und ist somit deutlich schneller als die Linie 2. Die Haltestelle ist als Doppelhaltestelle ausgeführt und besitzt in dessen Mitte auch eine Gleiswechselanlage. Sie liegt außerdem auch an gleichnamigen Platz und ist somit ein guter Ausgang für einen Bummel durch die Innenstadt. An diesem Platz finden sich in den umliegenden Gebäuden mehrere Gaststätten und auch Geschäfte. Neben dem liegt hier auch das Rathaus der Stadt Halberstadt. Ein weiterer Hingucker ist die kleine Wasseranlage des Holzmarktbrunnens. Wenn man dann den beiden Straßen rechts und links des Rathauses folgt, landet man dann auch auf dem Fischmarkt, dem zentralen Einkaufsplatz in der Innenstadt. Hier liegt neben weiteren Geschäften in der Umgebung dieses Platzes auch die Rathauspassage. Neben dem Platz liegt auch die Martinkirche, auch St. Martini. Die im gotischen Baustil errichtete Kirche wurde erstmals im Jahre 1186 urkundlich erwähnt. Besonders interessant an der Kirche sind die beiden unterschiedlich hohen Türme, welche durch einen Mittelgang verbunden sind. Als weit verbreitete Theorie für diese Tatsache gilt, dass der Wächter des Turmes einen Blick in alle Himmelsrichtungen haben sollte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hohen Wegs liegt auch der Dom von Halberstadt. Der genaue Name lautet Dom St. Stephanus und St. Sixtus. Er befindet sich inmitten historischer Gebäude am sogenannten Domplatz. Der Bau des Domes begann im Jahre 1209 und er wurde erst im Jahre 1491 zur Kathedrale geweiht. Dabei besitzt dieser auch wieder zwei Türme, die hier allerdings gleich hoch sind. Auf der gegenüberliegenden Seite des Domplatzes liegt auch noch die Liebe-Frau-Kirche. Somit wird hier ganz klar deutlich, dass Halberstadt eine ganze Menge an historischer Kirchen besitzt. Doch nun wieder zurück zur Straßenbahn, dessen nächste Haltestelle am Dom den Namen Hoher Weg trägt. Nach einer 90-Grad-Kurve in die Dominikanerstraße biegt die Linie 1 dann gleich wieder ab, um weiter in Richtung Norden zu fahren, in die Kröperstraße und findet dort auch ihre gleichnamige Haltestelle. Hinter der Haltestelle auf Höhe der St. Moritzkirche wird die Strecke dann eingleisig. In diesem Bereich sind bereits eine ganze Menge an schicker Fachwerkhäuser anzutreffen. Nach der Haltestelle Zuckerfabrik folgen wir dann einem eigenen Gleiskörper auf der rechten Seite der Straße in Fahrtrichtung. Damit fahren wir nun einen kleinen Berg hinauf und erreichen unsere Endhaltestelle Friedhof. Diese ist eine kurze Stumpfendstelle vor einem Bahnübergang. Hier verläuft die Bahnstrecke in Richtung Goslar. Dahinter befindet sich dann auch der Friedhof der Stadt. Doch wie wird nun gewendet, wenn es hier doch in Halberstadt nur Einrichtungsfahrzeuge gibt? Gewendet wird hier in einem Gleisdreieck, welches in den hier angesiedelten Betriebshof hineinführt. Somit wird auf dem mittlerweile einzigen Zufahrtsgleis zum Betriebshof gewendet. Unter der Woche sind hier bei voller Betriebsauslastung nur noch die GT4, die bei Ersatz zum Einsatz kommen, abgestellt, sowie weitere historische Fahrzeuge. Hier werden natürlich auch die NGT6er gewartet. Nach einer kurzen Wendezeit geht es dann wieder zurück auf die Strecke in Richtung Holzmarkt. Wir
wollen uns nun aber noch kurz die Strecke der Linie 2 in Richtung Sargstätter Weg anschauen. Diese ist nämlich noch von deutlich mehr interessanten Fachwerkhäusern umgeben. Die erste Haltestelle nach dem hohen Weg, an dem sich beide Linien dann getrennt haben, trägt den Namen Johannesbrunnen. Diese liegt sowohl auf gleicher Straße, aber auch an gleichem Brunnen. Die Anlage des Johannesbrunnen liegt vor dem Martineum-Gymnasium Halberstadt. Rings um den Brunnen herum befinden sich auch mehrere Grünflächen. Die Strecke verläuft hier in mehreren Kurven immer in Richtung Westen. Die nächste Haltestelle trägt dann den Namen Vogtei. Hier war lange Zeit Endstation für die Linie 2. An diesem Platz hier mit den schicken Fachwerkhäusern gab es lange Zeit auch eine Dreieckswende. Diese wurde allerdings mit der Verlängerung zum Sargstätter Weg aufgegeben. Neben dem Platz gibt es hier auch ringsherum um die Haltestelle eine ganze Menge an schicker Fachwerkhäuser. Doch mit dem Verlassen der Haltestelle und dem Einbiegen auf die Braunschweiger Straße verlassen wir die geschlossene Innenstadt. Damit wird auch dieser Streckenabschnitt hier und nun wieder eingleisig. Es folgt jetzt die Haltestelle Torteich, welche auf beiden Seiten des eingleisigen Abschnitts eine Haltestellenanlage besitzt. Nächster Halt, Sargstätter Weg. Der eingleisige Streckenabschnitt verläuft hier unabhängig in der Straßenmitte. Als letzte Haltestelle erreichen wir nun die einzige Wendeschleife, die auch unter der Woche bedient wird, am Sargstätter Weg. Dabei gibt es auch hier keine große Wendezeit für die Straßenbahn und es geht nach 3 Minuten Aufenthalt bereits weiter durch die begrünte Wendeschleife wieder zurück in Richtung Holzmarkt bzw. Bahnhof. Und damit sind wir mittlerweile auch am Ende der Vorstellung über dieses kleine, aber feine Straßenbahnnetz der Stadt Halberstadt angelangt. Ich würde mich natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen, um zu wissen, wie euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video, was dann in 2 Wochen erscheinen wird, wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.